Ich doch ganz gern persönlich mit ihr reden. Ich möchte ihr einiges zeigen. Fotos, Dokumente und so. Verstehen Sie? Am besten, Sie sagen ihr einfach, dass ich mich kurz fassen werde. Ja? Es ist ein bisschen verzwickter als die Sache in Hinckley. Lassen Sie mich das machen. Sagen Sie ihr, ich bin keine Anwältin. Das hilft bestimmt. Gut. Warum geben Sie mir die Adresse nicht gleich? Nur für den Fall... Okay. Mhm. Ist gut. Ich danke Ihnen vielmals. Bis dann. Was gibt's? Ich habe hier Ihre Prämie. Oh, ja. Aber, nun ja, ich möchte Sie lieber vorwarnen. Ich fürchte, es ist nicht das, worauf wir uns geeinigt hatten. Wieso nicht? Weil ich nach sorgfältiger Überlegung zu dem Schluss gekommen bin, dass der vereinbarte Vertrag nicht angemessen ist. Auch wenn Sie mir nicht zustimmen, vertrauen Sie doch meiner Erfahrung und meinem Urteilsvermögen. Vertrauen? Sie wollen, dass ich Ihnen vertraue? Tun Sie mir einen Gefallen, Ed. Reden Sie bitte nicht von Dingen, die Sie nicht verstehen. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Sie sind keine ausgebildete Anwältin. Ich habe meinen Job gemacht. Das sollten Sie entsprechend honorieren. Es ist nicht kompliziert. Hören Sie, genau das geht mir auf die Nerven. Ihr Anwälte könnt nicht anders, als aus den einfachsten Dingen ein scheiß Problem zu machen. Wissen Sie, warum Anwälte als geldgeile Blutsauger und Kotzbrocken verschrien sind? Weil es stimmt. Und ich find's einfach unverschämt, dass Sie mir das gerade jetzt antun, wo ich mir wieder mal den Arsch aufreiße für diesen Kettelmann-Fall. Der hat übrigens den doppelten Umfang wie die Sache in Hinckley. Und Sie erwarten, dass ich losfahre, meine Kinder den ganzen Tag bei irgendwelchen Fremden lasse und die Leute dazu überrede, Ihnen ihr Schicksal anzuvertrauen. Und zum Dank bescheißen Sie mich. Ich will Ihnen mal was sagen, Ed. Es geht mir nicht um mehr Geld. Es geht darum, wie meine Arbeit in diesem Laden bewertet wird. Ich kann machen, was ich will. Von Ihnen höre ich nie ein... Wie ich schon sagte, ich war der Ansicht, dass der Betrag, den Sie vorgeschlagen hatten, nicht angemessen ist. Und da habe ich ihn erhöht. Lernt eine Miss Wichita nicht, wie man sich entschuldigt? Mann, darin sind Sie eine Niete.